Levi, ich sehe vor dem Start nochmal unter die Haube. Zur Sicherheit. Bleib in der Nähe, okay? Hast du keine Angst, dass du drauf gehst? Was, heute? Hier? Wieso? Nicht nur heute, aber könnte sein. Vielleicht auch beim nächsten Rennen oder danach. Eine Freundin von mir hatte einen defekten Toaster. Schlag gekriegt, tot. So ist das Leben. Menschen sterben eben. Que sera, sera? Wie schätzt du unsere Chancen ein? Nun, Luigi wird schwer zu schlagen sein. Und Margit schießt heute für ihn. Okay, und? Das Mädel macht keine halben Sachen, aber denkt nicht so viel dran. Stört die Konzentration. Die Augen immer auf die Straße. Ich kümmere mich um den Rest. Sorry, ich brauche noch eine Weile, um die Reifen zu testen. Okay. Thank you.
Glückwunsch an Vee und Claire! Erster Platz, Vee! Wie geil, wir haben echt gewonnen! Wir sind im Finale, yeah! Yeah, Baby! Nicht anhalten, okay. Fahr noch ein bisschen. Wozu? Zum Reden. Gib was, das du wissen solltest. Okay. Setzen wir uns eine Weile dorthin, okay? Wow, toller Ausblick. Ja, Dean und ich, wir waren früher oft hier. Wolltest du mir was erzählen? Dean hatte ich schon erwähnt, oder? Mein Mann. Dein Fahrer, richtig? Der beste Mann, den es je gab. Wir waren schon vor meiner Geschlechtsangleichung befreundet. Hat mir Narzissen ins Krankenhaus gebracht. Zum Neuanfang. Wart ihr lange verheiratet? 12 Jahre. Dean hat immer gescherzt, zum 15. würde er mich zu meinem ersten Implantat überreden. Wollte mich überraschen. Warum erzählst du mir von Dean? Warum jetzt? Er starb letztes Jahr beim Rennen. Im Finale. Aber nicht auf normale Art und Weise. Gibst du dir die Schuld an seinem Tod? Ich? Mir? Wie kommst du denn darauf? Schuld ist dieser Konzernwiesel Peter Sampson. Absoluter Abschaum auf 2 Beinen. Wie genau ist das? Wir waren auf der Zielgeraden. Sampson mit Vollgas direkt vor uns. Wir hatten verloren, also nahm Dean den Fuß vom Gas. Da tritt diese Schlange voll auf die Bremse. Dean auch. Hat die Kontrolle verloren. Aber läuft das nicht so bei Rennen? Du kapierst es nicht. Die Straße war frei. Er hätte gewonnen. Er hat es absichtlich getan. Wie genau ist dein... Wir waren... Da tritt... Du... Was ist mit diesem Samson? Ist nicht so wichtig. Für mich war er nur ein Rivale. Aber für Dean... Naja, Samson und er hatten eine gemeinsame Geschichte. Und ist was vorgefallen? Dean hat nie drüber geredet. Aber ja, es gab irgendeinen Streit. Irgendwas Persönliches mit ihrer Rallye-Rivalität. Als Samson Erster wurde, war Dean wütend. Ah, verstehe. Das ist kein normales Rennen für dich. Dir geht's gar nicht ums Gewinnen. Genau. Scheiß auf den Sieg. Ich will Samson. Und das ist dein bester Racheplan? Leute sterben andauernd auf der Strecke. Wird niemandem auffallen. Ganz normaler Tag beim Rennen. Völlig regelkonform. Und was, wenn Samson nicht an der Startlinie auftaucht? Das würde er nie verpassen. Glaub mir, er wird antreten. Letztes Jahr war er Champion. Er wird das um jeden Preis wiederholen wollen. Und mich brauchst du, um ihn auszuschalten, hm? Samson zu töten ist mir wichtiger als der Sieg. Sollten wir vor der Wahl stehen? Sorry, dass ich dich angelogen habe. Also, was meinst du? Bedeutet dir scheinbar viel... Danke. Wir sehen uns im Finale? Ja.